Ist der Tonband auch geil. Voll cool. Ist da wer? Ja, ich. Ich würde gerne. Aua, hör auf! Du bist auch hübscher, wenn du ein wenig Schrot im Gesicht hast. So. Oh, oh. Wo kam der denn her? Der war doch gerade nicht hier, oder? Ach, ich meine, ja, stimmt. Ich meine, bei Bioshock ist es ja, glaube ich, so, dass die nach einer Zeit wieder spawnen, ne? Um das so ein bisschen am Laufen zu halten, ja, alles. Ich hab doch meine Mütze gehabt! Verdammt, Song, du Scheißbock! Oh, ich hab keine Muni mehr. Klick, klick. Hör auf damit! So, da haben wir einen Verbandskasten. Alter Schwede. Was für eine coole. Boah, das wäre doch mal ein geiles Restaurant. So unter Wasser ist das schon. Könnt ihr mir geil vorstellen. Wenn du so die Tiere siehst. Nee, keine Zeit. Du bist mir zu hässlich. Ach, guck mal, bei mir funktioniert das. Lalalala. Ich weiß gar nicht, was für Probleme der hatte. Kann ich hier wieder. Oh, geil. Toll. Jetzt hätte ich ein bisschen Eve gebrauchen können. Da ist eine Eve-Spritze. Ich werd bekloppt. Ernsthaft? Die Verluste an Little Sisters sind nicht mehr hinnehmbar, seit Big Daddies niedergemacht werden wie Elefanten von einer Meute Hyänen. Als Reaktion darauf hatten wir mit der Produktion eines neuen Big Daddy-Modells begonnen. Spitzname Rumbler. Er verschießt hochexplosive Munition, um Gruppen von Splicern zu zerstreuen. Dann folgen kleine automatische Geschützsalven, um den Rest auszuschalten. In unseren Tests erwiesen sich die Rumbler als hocheffektiv, auch wenn sie eine ziemliche Sauerei hinterlassen. In Raptures Rüstungswettlauf sind es nicht nur die Splicer, die sich weiterentwickeln. Gehen wieder Dolaris? So. Das kann ich mir vorstellen, dass sich nicht nur die Splicer weiterentwickeln, das ist natürlich klar. Wer die was hat? Hat er gesagt, die Asche? Wovon redet der Mann da bitte? Ich, wovor? La 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 la. Habe ich nur das Gefühl, dass das irgendwie auf Mono geschaltet. Warte mal. Entschuldigt bitte. Ich bin mir da gar nicht sicher. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel irgendwie auf Mono ist vom Sound her. Ich hoffe nicht, das wäre ärgerlich. So. Klavier. Können wir Klavier spielen? Nein. Gibt es hier noch was zum Finden? Mülleimer ist leer. Der Kollege wartet oben. Den wollen wir jetzt mal besuchen gehen. Da ist noch jemand gewesen. Wo ist der hin? Klick, 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 weg war er. Okay. Ich weiß aber eine Türsteuerung zum Hacken. Ich möchte aber erstmal gerne. Ist das. Das ist eine Bohrmaschine, ne? Ich will gar nicht wissen, was hier passiert ist. Schrank haben wir schon durchsucht. Tolles Fernsehprogramm, erinnert mich irgendwie an RTL. Bin mir gar nicht so sicher jetzt hier. Was wir hier alles noch finden werden. Oh, hier ist ein. Hey, das habe ich gesehen! Du verdammter Betrüger! Geschützsteuerung? Was hast du gesagt? Was macht der da? Ist das vielleicht dieser Rot? Kann ich es nochmal ausmachen? Achso, die warten dann auch auf uns, oder was? Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Was macht der da? Ich will es gar nicht wissen. Da ist bestimmt der Raum, wo wir hin müssen, oder? Schießen die auf uns, die Geschütze? Nein, die sind grün. Die gehören, glaube ich, zu uns. Oder? Ich glaube, ja. Ich bin so ein bisschen vorsichtiger, was das angeht. Ich
Hier ist wieder ein Tonband. Karten auf den Tisch. Hör zu. Mein Lieferant hat eine neue Lieferung Plasmide reinbekommen. Die müsstest du mir aus dem Labor auf der Head-on-Blase abholen. Es gibt einen versteckten Schalter, um die Hintertür zu öffnen. Er befindet sich unter der Registrierkasse vorne im Laden. Und pass auf, dass dich niemand sieht. Sonst wimmelt's dort im Handumdrehen von Splicern, die was abhaben wollen. Ich hab grad gewonnen. Ich werd bekloppt. Ich verzock hier meine ganze Kohle. War so klar. Da komm, einmal noch. Komm, komm, jetzt aber. Ich sagte, ich hab so Pech im Spiel. Das ist unfassbar. Wow. Dafür habe ich aber so viel investiert. Scheiß Kackautomaten. Eigentlich nicht einfach kaputt machen und mir die Kohle da rausholen? Weißt du, er hat so schwere Waffen. Einfach da Dinge zerstören und die ganzen Münzen da rausholen oder so. Naja. Okay, dann. Hey, Barkeeper! Hier ist Kundschaft! Oh, da hinten liegt noch was. Wie komme ich denn da hinten dran? Mit rüberspringen vielleicht? Barkeeper, hier ist Kundschaft. Oh nein, wie komme ich denn bitte da dran? Ah, warte mal, geht das vielleicht mit Telekinese? Tatsache. Das erinnert mich unheimlich mit der Telekinese jetzt mit diesen Sachen, also diesen Gegenständen, die man braucht, aufzuheben mit Telekinese. Erinnert mich unheimlich an, oh, wie hieß denn das nochmal mit der Zeitreise? Was für eine Konkurrenz. Das habe ich auch sehr gerne gespielt. Das war auch sehr geil. Da konnte man auch, je nachdem wie man gespielt hat, war das Ende anders. Man hatte, glaube ich, 3 verschiedene Enden. Singularity hieß das genau. Boah, das war richtig geil. Das habe ich so gefeiert, das Spiel. Ist leider auch so ein bisschen untergegangen. Hatte auch seine Macken und seine Kanten. Aber ich fand, es war eine sehr geile Idee, weil man hatte so ein bisschen in der Vergangenheit hat man gespielt. Also man hatte quasi, nee, Quatsch, in der Gegenwart angefangen zu spielen. Und anschließend hat man dann auch so ein bisschen die Vergangenheit. Nein. Später hat man auch so, mein Gott. Später hat man auch so ein bisschen die Vergangenheit gespielt. Wo sind die Roboter? Da. Und auch gleichzeitig dann die Zukunft. Und das war richtig geil in Szene gesetzt. Auch mit der Zeitreise und so. Dass man erst jemanden gesehen hat. Da war mal eine Szene. Ich kann mich noch ganz genau entsinnen. Das war so gewesen. Du hast eine Szene gehabt. Du hast auf den Monitor geguckt. Du hast mit irgendeinem Helfer gesprochen, der in der, ich glaube, in der Zukunft war. Und du warst in der Vergangenheit. Und du hast den Raum auch schon gesehen von dem Tralala und so. Und das wusstest du ja nicht, wo du später hinkommst. Ich liebe die Siren Alley. Hier erfüllt man sich die Wünsche, die einem eher peinlich sind. Selbst in einer Stadt ohne Gesetze. Aber das ist nicht der Grund, wieso ich das Viertel mag. Ursprünglich war das hier das Baumeisterviertel. Nur Bauunternehmer und Architekten. Grundanständig. Und ich finde es eben immer spannend, wenn einer aus der besseren Gesellschaft im Dreck landet. Wie viele der Damen hier hatte auch die Siren Alley früher einen seriöseren Namen. Aber an den erinnert sich heute kein Mensch mehr. Oh, ernsthaft? Wollt ihr mich verarschen? Alter. Und dann hat er dir erklärt, ja, du kommst da und da hin und du musst da und da hin und tralala und pipapo. Und dann irgendwann im Laufe des Spiels musstest du dann wieder in die Zukunft reisen und du warst auf einmal genau da in dem Raum. Das war so cool. Das war so geil gemacht. Alter, was ist das denn? Ich will das gar nicht sehen. Und, aua. Du bist der King, ja. Du bist der Held vom Erdbeerfeld, oder was? Nee, und wie gesagt, das war so geil gemacht. Kleinen Moment, bitte. Musst du kurz nochmal husten. Ich würde alles dafür geben, das nochmal zu spielen auf der PS4 oder so. Aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Aber falls ihr da noch eine PS3 habt oder so, oder die Möglichkeit habt, Singularity kann ich nur wärmstens empfehlen. War ein sehr geiles Story-Game. So, wo sind denn... Ciao, Jungs und Mädels. Ich weiß, wir müssen die anderen... Was verlangst du noch von mir? Dein nichtiger Diener wartet auf ein Wort. Ich habe die Lehren der heiligen Mutter Lamp befolgt
obgleich sie mir den Tag deiner Wiederkunft nicht nennen will. Ich habe gesehen, wie du den falschen Vater Andrew Ryan zerschmettert hast, der uns verführt und einem strahlenden Licht entzogen hat. Aber du wolltest nicht zu mir sprechen, Herr. Ich habe dir diesen großartigen Tempel gebaut und ich habe deine Herde versammelt. Doch du bleibst stumm. Willst du nicht meinen armen Bruder mit Blindheit schlagen, damit er endlich deine Herrlichkeit schaut, wie es Paulus widerfuhr auf der Straße nach Damaskus? Ich bin allein. Allein. Und ich warte auf ein Zeichen. Ich glaube, jetzt ist entweder in... Ich glaube, das war echt in Mono. Ich glaube, es war nur auf einer Tonspur. Das wäre echt, echt ärgerlich jetzt gerade. Oh, eine Spritze. Alter. Was wollte ich? Ah, Big Daddy. Jawohl, mein Freund. Komm her. Ich hab was für dich. Und warte mal, ich hab noch was für dich. Moment. Aber er hat auch was für mich anscheinend. Ist er down? Nein, ne? Warte mal. Jawoll. Komm, wir retten sie mal, komm. Bin schon, denn schon. Ne, wir wollen ja mal nicht übertreiben. So, sehr schön. Dann haben wir ja alle. Ich wechsle mal wieder auf die Schrot. Ich glaube, ich schau mal eben. Little Sisters in diesem Level. Ja, eine, die haben wir ja mit. Das heißt, wir haben ja... Aua, Alter. Was? Ja, Marshmallows, meine Kleine. Oh, Eve. Adam, Daddy. Oder Adam, Entschuldigung. Adam. Adam drin. Los, Kleine, los. Besorg uns, Adam. Ich mach dich wieder. Sehr schön. Ich hoffe, der Dicke kommt nicht. Warte mal eben. Das funktioniert nicht. Ich habe keine Muni mehr. Okay. Dann müssen wir es anders machen. Na, nimm mit. Wo denn? Ich seh... Wo denn? Ach, da. Alter! Hör auf damit! Hör auf damit! Ich hab keine Muni mehr. Wer denn, Alter? Ey, ist das ernsthaft jetzt? Das gibt's gar nicht. Wenn man hier ohne Muni ist... Ist das ganz schön doof, wenn man keine Muni hat. Bist du ja fertig mit Adam? Das wäre lieb. Danke. Was? Komm her. Wir müssen weg hier. Ich habe kein Leben mehr gleich. Mein Gott, sieh zu, dass du fertig wirst. Boah, Alter. So. Oh, hier liegt noch Schrot rum. Den Automaten haben wir noch nicht gehackt. Ist das Zirkus der Werte? Nein. Ich brauche mal Zirkus der Werte, damit wir mal ein paar Eve-Spritzen bekommen. Und ein bisschen... Und vielleicht ein Verbandskasten wäre mal ganz nice. Aha, MG... Hallo? MG-Patronen. Das wäre super. Hier liegen noch Leute rum, die noch Munition haben für uns.
Und da ist Big Daddy, aber ohne die Little Sister. Wir müssen noch gucken, wo wir Adam herkriegen. Was? Hat die jetzt gerade gesagt, über einen schönen alten... ich will es gar nicht wiederholen. Ihr könnt euch das selber mal anhören, was die gesagt hat. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Sound. Das wundert mich ein bisschen. Ansonsten muss ich gleich mal neu starten und eine neue Aufnahme starten. Ich gehe mal hier lang jetzt. Mal gucken, vielleicht finden wir ja hier Adam. Ah, Zirkus der Werte. Sehr schön. Hacken. Nein! Aua! Dose Essen. Giftspritze. Verbandskasten. Giftspritze. Verbandskasten. Giftspritze. Haben wir nichts mehr. Kuchencreme-Füllung. Nee, brauchen wir nicht. Da hinten liegt noch... Kann ich das aufheben? Ja, sehr schön. Eine Fallniete, die ich hier wahrscheinlich noch verballert hatte. So. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Da würde ich auch gerne reinkommen, aber ich habe keine Ahnung. Warte mal, das müsste doch hier unten sein, oder? Kann ich das hier zertrümmern vielleicht? Nein, das geht leider nicht. Aber wie kommt man denn da rein? Achso, heilen. Was passiert denn, wenn wir es hacken? Ei, aua. Ich verliere gleich mehr Leben, als wie ich das Ding im Hacken. 9. Ja, komm. Haben wir nicht mehr. Auch schön. Wofür habe ich das dann gehackt eigentlich gerade? Ich habe keine Ahnung. Und wir können gleich an dem Automaten gehen. Den Adam-Automaten an Gather's Garden, wenn ich ihn finde. Und dann können wir uns ein bisschen mehr ausrüsten. Aua! Was? Wer schießt denn da? Ach komm, hör auf. Ernsthaft jetzt? Doch, schau! Aua! Okay. Ah, guck mal, da oben. Wie komme ich denn da hin? Und mein Controller lässt schon wieder an. Hä, was ist denn los heute? Irgendwie ist heute alles neben der Spur. Wie komme ich denn bitte... Alter, ernsthaft? Ja, ist klar. Ich würde da gerne rein, muss ich sagen. Hypnotisieren. Geht das mit den... Funktioniert das mit den Automaten auch? Also mit den... Nein, das funktioniert nicht. Okay. Das habe ich mir auch nur gedacht. Geh doch einfach. Geh doch. Oh Mann. Das war jetzt völlig bescheuert, war das jetzt. Ah, guck mal, geil, ein Geheimraum. Sehr nice. So, safe hacken. Oh Gott, ernsthaft? Nein, ah komm. So, Digga, zu uns. Die habe ich nochmal gesagt, mir gefiel das besser, das Hacken, als wie im ersten Teil, ne? Hatte ich mal gesagt. Glaube ich. Ich durchschaue das Gespenst. Aber Lams Anhänger sind verblendet von ihren Versprechungen. Es ist klar, dass diese Religion, die sie sich zusammengereimt hat, nur die Fassade für ein wahnsinniges wissenschaftliches Experiment darstellt. Ich weiß nicht genau, was im Schilde führt. Irgendwas, das unschuldige kleine Mädchen wie meine Cindy verändert. Mädchen, deren Angehörige krank sind vor Sorge. Deren Eltern sich so wie ich ruiniert haben bei der Suche nach Rapture. Sie verwandelt sie in eine Art Arbeiterbienen, die eine Substanz in Lams Institut bringen. Ich muss dorthin. Ihre Anhänger murmeln etwas. Ein gewisser Alexander sei der Fährmann.
Was ist der Alexander? Ist der wärmer? Oh, Alexander ist wärmer. So. Oh, guck mal, hier sind Kisten. Da drüben stand da nicht gerade jemand. Ich meine, ich hätte gerade schon jemanden. Autoheckpfeil? Kann man nicht aufheben. Ich meine, ich hätte gerade drüben jemanden gesehen, oder? Ich habe schon Paras. Geht jetzt mal. Oh, sag mal, geh mir doch aus dem Weg, Alter! Und hier sind wieder so viele Gänge. Ich, ja. Ach, jetzt sind wir noch weiter oben, aber ich frage mich, wie kommen wir denn bitte da hin? Würde mich mal brennend. Oh, cool. Würde mich mal brennend interessieren. Oh, Adam. Wo kommt die denn her? Die war doch gerade auch nicht da, oder? Die war doch gerade noch nicht da, oder? Also hier glaube ich nicht, dass hier einer spawnt. Deswegen werde ich mal hier bleiben. Hier habe ich ein bisschen Deckung. Ich kann mich so ein bisschen aufmachen. Ja, ich glaube, hier klappt das ganz gut, wenn ich hier bleibe. Aua, Alter, was? Nein, Moment. Genau, niemand kann Daddy B. Du kannst mich nicht ignorieren. Ich sitze hier auf dem Registrierzettel. Ich glaube, das war's, ne? Ja. Nein, ich würde dir nichts tun. Vielleicht ab und an mal, weil ich dich ausbeuten möchte. Aber das ist nicht so schlimm, das tut doch nicht weh. So. Genau, wo wollte ich nochmal... Genau, das wollte ich noch sagen. Und zwar habe ich ja auch noch angefangen, dann kommt ja auch noch dazu, wenn ich noch einmal kurz das Thema anschneiden möchte, mit den Let's Plays, ist ja nicht nur, dass auch jetzt hier Bioshock läuft, The Order und so weiter, sondern es läuft ja jetzt mittlerweile auch schon, weil ich jetzt einen kleinen PC habe, es läuft The Forest noch, es läuft Dead by Daylight, das sind so alles so, kommt alles noch mit dazu, das habe ich mir so eben nebenbei noch mal eben reingeschmissen und das wäre mir einfach zu viel. Ich muss echt gucken, dass ich da so ein bisschen so einen Überblick behalte. Wie komme ich denn bitte da hinten hin? Oh, da ist Gethers Garden, cool. Da müssen wir jetzt erstmal hin, das erstmal jetzt hat erstmal Priorität, bevor wir jetzt gleich die, obwohl, warte mal. Wir retten sie, ne? Ich bin der Neuste. Kommt jetzt jemand? Aua. Die Musik ist so bedrohlich, als würde es klingen, als würde hier jemand kommen. Ich habe keine Zeit, ich muss kaufen. So, das Minenslot. Ja. Sicherheitskommando, ich... Treten Sie die Sicherungssysteme aus. Manipulieren Sie Bots, Geschütze und Kameras, um dort anzugreifen, wo Sie es wollen. Schicken Sie verbündete Bots auf Missionen. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Game Slot. Schau, da. Die Forschungsboni, trinken Alkoholmenge. Eve, jedes Mal, wenn du etwas Hex hältst, so ein wenig Gesundheit. Und Eve, das nehmen wir mal mit. Ermögliche es dir als unsichtbarer Plasmide, schwenkend Scout, umherzugehen. Also ein Gesundheit und ein Eve-Upgrade nehme ich auf jeden Fall mit.
In Schärfe fallen die Splicer in die Höhe wirbeln und sie auf dem Weg nach unten schwer verletzen. Insektenschwarm, Köder, Telekinese 2. Was kann denn Telekinese 2? Dank des Steckers der Telekinese kannst du jetzt härter werfen und mehr Schaden zufügen. Ja. Ja, nehme ich mal. Denken Sie in größeren Dimensionen. Werfen Sie Objekte mit höherer Geschwindigkeit, um noch mehr Schaden anzurichten. Okay. Okay. So, was haben wir denn noch? Schleicher. Dämpf deine Schritte und dann. Schaden durch. Dämpf deine Schritte. Das nehmen wir mal. Du gehst sie etwas schneller. Nee, warte mal. Liefling, Verbandskästen verleihen auch Eve. Medizinischer Experte. Du kannst einen weiteren Verbandskasten tragen. Oh, geil! Auf jeden Fall. Komm, Bohrerkraft, tauschen wir aus. Komm. Kameras und Geschütze brauchen länger, um dich zu erkennen. Das können wir auch mal gut gebrauchen. Ah, Mist, jetzt wird es langsam. Jetzt wird es langsam knapp. In die Genbank lagern. Können wir eigentlich noch. Ach, guck mal an. Schleichen können wir nämlich jetzt auch nehmen. Plasmin-Slot kaufe ich auch nochmal. Dann haben wir nämlich noch einen, haben wir noch 20 und dann würde ich sagen, haben wir uns soweit. Da kommt was. Ich hau ab. Ich muss weg. Eine Big Sister ist da, mach dich bereit. Was? Ich will doch gar nicht gehen. Ich wollte doch eine Aufnahmepause machen. Oh Gott, ich muss weg. Oh Gott, ich muss weg. Alter, was? Ernsthaft? Ich wollte doch gar nicht. Ihr wollt mich auch verarschen, oder? Ich will doch gar nicht. Hör auf damit! Alter, hör auf! Ich habe keine Muni mehr. Das zählt nicht. Das gilt nicht. Hör auf damit! Du kleine Little Sister, du kriegst alles, was du brauchst. Du kriegst jetzt volles Programm, Alter. Wo bist du? Komm her! Komm her! Wo ist sie? Wo ist sie jetzt? Alter, ich sehe nichts. Hui! Da flog sie einfach mal weg. Schicker Arsch. So. Ich würde sagen, gut, dass wir so viel Leben haben. Das hat sich sogar gereimt. Ich glaub's nicht. So. Hier waren wir ja schon gewesen. Die haben wir schon aufgeräumt, ne? Genau. Hier war sonst nichts mehr. Gut, da können wir jetzt eigentlich zurückgehen. Gehen nochmal eben zum Jungen. Der hat noch ein bisschen Geld bei sich, Munition. Gut, dann gucken wir mal. Also. Waffen-Upgrade hatten wir schon gekauft. Ja, und hier war ja der Bosskampf. Wir ersinnen uns oder erinnern uns. Ich weiß gar nicht, welche Folge das jetzt ist dann. Ich habe, glaube ich, mittlerweile auch den Überblick verloren, wie viele Folgen das mittlerweile jetzt schon sind. Und ich freue mich schon auf den dritten Teil von Bioshock. Oh mein Gott, ich freue mich sowas von drauf. Guck mal, die Holy Bibble. Die Holy Bibble ist hier am Hängen. Ah, genau. Und hier müssen wir jetzt fluten. Ich schaue nochmal eben hier. Einen Verwandtskasten mehr können wir tragen. Toll. Ja, gerade mal einen. So, was haben wir sonst noch hier? Irgendwie. Anscheinend nicht. Habe ich nicht gerade noch ein Tonband irgendwo gesehen? Oder irre ich mich da? Ich durchschaue das Gespenst. Oh, ja. Aber Lems Anhänger sind verblendet von ihren Versprechungen. Es ist klar, dass diese Religion, die sie sich zusammengereimt hat, nur die Fassade für ein wahnsinniges wissenschaftliches Experiment darstellt. Ich
Ich weiß nicht genau, was sie im Schilde führt. Irgendwas, das unschuldige kleine Mädchen wie meine Cindy verändert. Mädchen, deren Angehörige krank sind vor Sorge. Deren Eltern sich so wie ich ruiniert haben bei der Suche nach Rapture. Sie verwandelt sie in eine Art Arbeiterbienen, die eine Substanz in Lambs Institut bringen. Ich muss dorthin. Ihre Anhänger murmeln etwas. Ein gewisser Alexander sei der Wehrmann. Ja, ein Alexander wäre der Wehrmann. Und ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Folgenpause. Ich muss nämlich mal gucken und alles und pipapo und tralala. Und wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder bei Bioshock 2 und ihr schaltet wieder ein. Also bis dann. Ciao.